Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück, beziehungsweise willkommen zu einem neuen Projekt, YouTubers Live. Ja, ich weiß, noch ein neues Projekt, ich habe noch Stanley Parable und so nebenbei am Laufen, aber sorry, das Spiel ist mega geil, es macht echt Spaß. Ich hatte im Stream auch schon angefangen. Das Problem jetzt bei dem Spiel ist, dass meine Spielstände einfach mal weg sind. Das heißt, ich hätte das Intro-Spiel abspielen lassen können, oder? Ja, hätte ich. Egal. Ich muss erstmal komplett neu anfangen. Und auch später mein Livestream-Spielstand nochmal neu offscreen, also offscreen nochmal weiterführen. Oder nochmal, ja, zurückpushen, sag ich mal. Zurückbringen dahin, wo ich war. Und ja, wir haben es im Livestream schon ein bisschen gezockt. Und es macht auf jeden Fall mega viel Spaß. Ich kleide mich mal so ein, wie ich mich sonst auch immer eingekleidet habe. Zack. Zack. Und Brille. Nice. Wir sind... Ja, jetzt können wir... Wir konnten uns eben einkleiden. Hier können wir jetzt auswählen, was wir für, ich sag mal, Quests bekommen werden. Ja, Superstar. Du bist ein Meister der Videos und dein einziges Ziel ist es, mehr und mehr, mehr zu machen. Jeder Like und Abonnent zählt. Ich kenne nur Superstar und Romantisch. Aber Superstar ist es halt, die Quests sind so und so viele Abonnenten zu bekommen und so viele Klicks zu bekommen. Und ja... Romantisch ist, dass du mehr, ne, gesellig ist, dass du mehr Leute, dass du Leute kennenlernen musst und mit denen chatten musst und so. Und ich finde das hier, also Superstar am besten. Wir können nur Gaming leider nehmen. Und unser Name ist Doki und unser Kanal heißt auch Doki. Ja. Worum geht es in YouTubers Live? Naja, worum wohl? Es geht darum, ein YouTuber zu werden. Macht irgendwie Sinn, ne? So ein bisschen. So minimal. Ja. Lustiger Kommentar. Ja, das ist noch das. Winkel eine Begrüßung, unnötiger, sinnloser. Eigentlich kommt noch ein Tutorial, aber da ich das Spiel schon mal gespielt habe, kommt das Tutorial nicht. Und ja, wir fangen mal an mit einem Gameplay. Von Empires Planet 2. So, hier können wir unsere Auflösung und so einstellen. Wir haben leider noch nichts wirklich Gutes. Aber gut, Empire... Wie machen wir das? Wir machen das, glaube ich. Auf die altmodische Art. Let's play Empire Planet 2. 1. Obwohl, im Moment, nein. Fortsetzen. Wir lassen es einfach so stehen, weil da wird automatisch übernommen, welche Partnummer und so wir haben. Also wir ändern das Video vorerst nicht, später werden wir dann die Videos umbenennen. Oder selber benennen. Und hier können wir jetzt Effekte einfügen. Wir müssen darauf achten, dass hier die Symbole gleich sind. Und ja. Ja, wir können leider... Jetzt konnten wir nicht das gleiche Symbol einsetzen, leider. Aber die Nachbearbeitung dürfte ganz gut werden. Nein, dürfte es nicht. Verdammt. Ja, so ist das Einzige, wie wir das jetzt machen können. Und hier können wir noch Effekte einfügen. Wir müssen hier eigentlich darauf achten, dass die Pfeile halt perfekt aufeinander liegen. Aber das geht leider nicht. Ja. Wir müssen die Video-Edit auf jeden Fall hochpushen und die Farbe. Dann haben wir alles relativ auf einem guten Level. 48%. Okay, 7, 7 und 4. Ja, ist fast gut. Also nur fast. Und, ja, nice. Laden wir das Video hoch. Ja, jetzt können wir chillen. Und warten. Und wir lernen eine Runde. Und da müssen wir nämlich noch lernen, weil wir noch zur Schule gehen, so gesehen. Wir haben am 1. Januar direkt angefangen, Videos zu machen. Wow. Am 1. Januar. Ich bin begeistert. Das Video lädt jetzt hoch. Wir können sogar gleich nochmal lernen gehen. Zurück in die Schule. Nice. 35 Erfahrungspunkte. Goal. Yeah! Kaufe ein Spiel. Ja, das machen wir auch noch. Aber erst später. Wow! Das dürfte ganz gut ankommen. Richtig gut, das hat Spaß gemacht. Nice, ich habe auf dein erstes Dell-PC-Video gewartet. Ah, das Video ist toll. Videos von Empire Planets Gameplay sind echt unglaublich interessant. Empire 2 sind noch nicht verbreitet. Gut für dich. Das finde ich gut.
wir haben einen Abonnenten dazu. Oh mein Gott, wir haben einen Abonnenten. Woo! Woo. Dann schlafen wir eine Runde, essen wir eine Runde und wir müssen diese Glühbirnen halt oben halten. Das sind unsere Punkte, wie viel wir halt in das Video investieren können. Also bei der Nachbearbeitung halt reinstecken können. Wo wir auf die Symbole achten müssen und so. Ja, kommt ganz gut an. Für unser erstes Video ist es gar nicht schlecht. Und ich würde sagen, dann machen wir gleich eine zweite Runde von dem Spiel. Ja, auch wenn es noch nicht so... Wir machen noch eine Runde machen wir von dem Spiel noch. Auch wenn die Begeisterung von dem Spiel nicht mehr so hoch ist. Aber ist okay, denke ich. Ist okay. Wir haben nichts, was dazu passt. Fuck. Da würde ich sagen, nehmen wir das Niedrigste. Und einen Sing-Kommentar. Einen singenden Kommentar. Weiter. Zusammenschneiden. Wir machen was. Machen wir es jetzt so und so? Oder machen wir es so und so? Ich glaube, so macht das mehr Sinn, oder? Ich weiß nicht. Ja, wir lassen es so. Titel auf jeden Fall rein und eine Farbe zuordnen. Und rendern. Ja, 42 Interesse ist immer noch gut. Videoqualität, Nachbearbeitung ist immer noch scheiße. Ja, das wird sich erst im späteren Verlauf entwickeln, dass wir da besser werden. Und der Sound ist aber, oh, gut gestiegen. Dann lädt das jetzt hoch, nice. Dann würde ich sagen, kaufen wir mal ein neues Spiel. Ah, okay, können wir jetzt nicht machen, schade. Dann lernen wir noch eine Runde. Können wir ja machen. Das Video ist auf jeden Fall ganz gut angekommen. Für unser erstes Video, nicht schlecht, nicht schlecht. Muss ich ja sagen. Das Video ist auch bald oben. Dann lernen wir noch eine Runde. Ich meine, wir müssen hier... Ja, genau. Hier haben wir das Prüfungsdatum. Und hier müssen wir den Pegel am besten aufs dunkle Grüne ziehen. Damit wir da einschreiben und von unserer Mom, glaube ich, $50 oder so bekommen. Ah, leider. Aber ich glaube, das ist wegen der Nachbearbeitung der Kommentar, oder? Ja, Nachbearbeitung. Genau, aber es kommt ja trotzdem noch ganz gut an. Dann kaufen wir uns jetzt erstmal ein neues Spiel. Und gucken mal, wir haben den 5. Januar. Wann sind die Spiele denn so rausgekommen? Dezember, Oktober, 2. Januar. Holen wir uns das Spiel, das ist noch nicht so lange her. Und es ist noch ziemlich weit oben in dem... im Rating, also im Bekanntheitsgrad. Achso, wir müssen erstmal warten, bis das Video überhaupt ankommt. Bis das Spiel erstmal ankommt. Kauf ein Spiel, genau. Abgeschlossen, nice. Schau mir beim Spielen zu. Genau. Spiel ist da. Und wir können das Spiel wählen. League of Giants. Gameplay. Ja, Part 1. Wir hätten vorher noch schlafen gehen sollen. Wir haben eine schlechte Nachbearbeitung gleich. Verdammt. Wir können nicht so gut nachbearbeiten. Spiel hängt sich auf. Ich habe nicht drauf geachtet, was für einen Kommentar wir abgeben. Ja, wir müssen die fröhliche Äußerung nehmen. Das ist das Problem. Schade. Aber das ist eine super... Oh, das passt so. Das passt super. Okay, dann brauchen wir auf jeden Fall einen weichen Fokus. Und dann würde ich sagen, wir ordnen noch eine Farbe zu. Und es kommt ganz gut an. Ja. Ja, ist okay. Ist okay. Könnte ganz gut werden. Sound hat nichts vom Upgrade bekommen. Schade allerdings. Gehen wir eine Runde schlafen. Können wir bald mal arbeiten? Können nämlich eigentlich auch arbeiten, um uns noch nebenbei so ein bisschen Geld zu verdienen. Aber, wo ist unsere Mom hin? Weg. Ja, wie es aussieht momentan gerade nicht. Wir wollen nicht arbeiten. Wir wollen kein Geld haben. Wir wollen kein Geld, nein. Aber ja, das ist zu YouTubers live momentan. Prison für die Honey Play Studios. Ah, okay, das können wir leider nicht machen. Wenn die uns jetzt anmeckert, dass wir wenig gelernt haben, ne? Oh. Nice. Yeah. Du hast eine Menge gelernt. Nice. Genau, jetzt können wir auch arbeiten gehen. Das Video kommt ganz gut an. Wir essen aber erstmal eine Runde. Nochmal die Quest, genau. Unsere Punkte hier steigen übrigens mit unserem Level auf. Und ja, dann würde ich sagen, wir haben Level 2 erreicht. Nice. Ja, jetzt haben wir hier neue Karten. Maximale Glühlampen. Jetzt haben wir... Werden um 3 erhöht. Warum haben wir dann 10?
Hatten wir vorher 7? Nee, oder? Weiß nicht. Egal. Auf jeden Fall haben wir auch neue Sachen im PC. Aber dafür brauchen wir erstmal Geld. Unser PC hält noch momentan ganz gut aus. Wir spielen noch eine Runde League of Giants. Und ab danach gehen wir arbeiten. Können wir nichts verändern, haben noch keine neuen Sachen gekauft. Alter, das Video kommt echt gut an. Heieiei. Holy shit. Ich bin begeistert von uns, auf jeden Fall. Ich bin begeistert. Sing in der Kommentar. Weiter. Ja, verdammt. Okay, dann müssen wir das so machen. Und dann brauchen wir auf jeden Fall einen weichen Fokus. Und ich würde sagen, wir verbessern nochmal den Titel. Oder wählen den Titel. Ja, nice. Nice. Ah, 14. Schade. Ist noch nicht super gestiegen, aber okay. Die Nacharbeitung ist super. Wow. Hey. Ach so, nice. Stimmt. Der schickt uns jetzt das Spiel und wir machen Gameplay davon. Und dann kriegen wir dafür $20. Das ist ziemlich geil. Wir gehen aber erstmal eine Runde arbeiten. Das Video lädt ja eh noch hoch, also von daher. Ist das alles okay? Dann können wir das Video, das Paket öffnen, genau. Eine Runde schlafen gehen. Ah. Ja, die Nachbearbeitung, das war wieder klar. Das war wieder klar. Dann wählen wir erstmal ein Spiel. Und, oh Gott, das Spiel ist ja mega scheiße gerated. Oh Mann. Aber ich muss den Auftrag machen. Ich muss ihn machen. $20 sind schon ganz gut. 1000, wow. Kommt ganz gut an, das Spiel auf jeden Fall. League of Giants. Oh, das würde mal 2 geben. Verdammt, wir haben auch keinen Sound dafür. Obwohl doch. Lol. War das Sound? Oh. Nice. Das ist super, das ist ein gutes... Oh mein Gott, das ist... Scheiße. Ich weiß nicht, wie ich das besser zusammenschneiden soll. Was besser sein sollte. Ich glaube, ich nehme das so. Und dann die weichen Fokus und... Ja. Ja, ist nicht so eine gute Nachbearbeitung, aber... Der Videoqualität und der Inhalt ist ziemlich gut. Das ist schön, das ist sehr schön. Sound müsste auch wieder ein Level steigen. Ja, locker. Und die Nachbearbeitung auch. Neue Aufgabe verfügbar? Nein, haben wir nicht. 500... Oh. Und 700 Erfahrungspunkte. Nice. Sind wir bald wieder ein Level aufgestiegen. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen nochmal eine Runde arbeiten. Ja, für 20... Für $20. Und das League of Giants Gameplay steigt und steigt. Ach ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal kurz was essen und danach gehen wir eine Runde schlafen. Jetzt kommt die vorbei und sagt, ja, danke dafür. Haben wir die $20 gerade eben bekommen. Level 3 können wir, glaube ich, in Skillpunkt investieren, ja. Aber das Spiel kommt an sich nicht so gut an. Oh mein Gott, wir haben fast $5, also 4,50 fast damit verdient. Geil. Die Gamescom oder so, ne? Ja. Oder die Messe. So gesehen, Gamescom. Games World. Videofrist haben wir gemacht. Wir holen uns das Ticket, wir gehen da sogar hin, ja. Würde ich schon sagen. Dann machen wir. Kaufen wir nochmal ein. Wir brauchen unbedingt ein neues Spiel, würde ich jetzt mal sagen. Das war's. Das Spiel ist noch gut gehypt. Ich glaube, das hole ich mal. Auch wenn das schon fast über einen Monat her ist. Das Video kommt besser an als erwartet. Ich meine, es ist jetzt nicht so super geworden, aber... Es kommt besser an als erwartet. Gut, dann machen wir davon ein Gameplay. Video starten. Wieso wird's eigentlich... Ich glaube, das liegt an der Softbox, dass es so warm wird hier. Obwohl, es macht keinen Sinn, sonst bei Luffy und so habe ich die nie an.
Genau, wir haben einen Talentpunkt bekommen. Das machen wir gleich, weil wir Level aufgestiegen sind. Und wir haben eine winkende Begrüßung, okay. Dann einen mörderischen Blick. Dann wähle ich hier den lustigen Kommentar. Das könnte auch eine ganz gute zusammen... Ah, okay, fast. Hier, das ist gerade ein bisschen doof geworden, aber... Wir haben, ich sollte mehr auf die Punkte achten, glaube ich. Und wir müssen uns unbedingt bei irgendwie was in unserem PC mal ein bisschen besser zusammenstellen, sag ich mal. So ein paar Änderungen vornehmen. Bisschen besseres Equipment zu kaufen. Nein, danke, ich möchte mich nicht unterhalten. 1600 Erfahrungspunkte und 2400 Erfahrungspunkte, nice. Dann haben wir hier eine neue Karte, eine coole Begrüßung, genau, ups. Und wir gehen den Weg hier, erste Eindrücke. Talentpunkt bekommen, genau, neue Karten. Aber wir können gerade nicht einkaufen gehen, dann würde ich sagen, gehen wir noch kurz arbeiten. Für 6 Stunden. Wir haben schon 1700 Abonnenten. Ich meine, das ist gar nicht mal so schlecht, ne? Haben wir gut was gepackt in einem halben Monat. So viele Abonnenten habe ich nicht mal jetzt. Und ich bin schon knapp 2 Jahre dabei. Bisschen krass, aber okay. Ja gut, ist ein Spiel, ne? Ich meine, stell euch mal vor, das würde so lange dauern wie in einem echten Leben, Alter. Das wäre schon ziemlich krass. Dann gehen wir noch eine Runde schlafen. Danach gehen wir eine Runde essen. Danach gehen wir eine Runde einkaufen. Und danach ist es auch schon bald für... Ach, das ist am 10. Februar, ich wollte gerade sagen. Huiuiui. Oh, das Video kommt sehr gut an. Das Video kommt sehr gut an. Huiuiui. Ah, jetzt Motion uns anders, wenn wir nicht wirklich gelernt haben, oder? Am 31. Januar. Ja, wir sollten mehr lernen, auf jeden Fall. Wir sollten noch ein bisschen lernen. Nein, Mama, ich will nicht mit dir reden. Was gibt's denn jetzt so? 14. Januar, das ist... Oh, das ist frisch. Das hole ich mir trotzdem, auch wenn das nicht so gehypt ist gerade. Das ist sehr frisch. Ist okay. Gaming-Video machen. Von welches war denn das? Ach, das ist noch nicht da. Genau. Einkaufen kurz. PC World. Was können wir uns denn hier holen? Wir könnten uns... Können wir uns eine bessere Cam kaufen? Könnten uns eine bessere Cam kaufen? Was? Warte, was? Reparieren. Hä? Okay, er geht wieder, glaube ich. Oh. Ich sollte ihn... Ja, ich weiß, dass ich mal aufrüsten sollte. Ich kann nur gerade nichts kaufen. Haben wir ein neues Schnittprogramm oder so? Kopfhörer, was gibt's denn da? 32, okay, Mikrofon. Ah, wir warten noch. Ich will noch nichts Neues kaufen. Ich will noch warten, bis ein bisschen bessere Sachen rauskommen. Und jetzt aber hier, Naughty Dragons, genau. Oh, Preview machen. Fortsetzen. Preview. Danach machen wir ein normales Gameplay davon. Würde ich jetzt mal sagen. Fröhliche Äußerung. Und Ausschnitt. Sinnloser Kommentar. Okay, weiter. Zack, zack und zack. Ist eine gute Bearbeitung, würde ich mal meinen. Oh mein Gott, wir müssen mehr... Ich muss da echt mehr drauf achten. Dann wählen wir noch einen Titel. Verliere Abonnenten, ich soll mehr hochladen. Ja, ging nicht, mein PC war kaputt. Kann ich nicht ein Entschuldigungsvideo hochladen? Hey, das war 3 Punkte, haben wir für Skript bekommen und für Videobearbeitung. Oh mein Gott. Das dürfte hoffentlich gut ankommen. Heieiei, wir sollten einmal lernen gehen. Auf jeden Fall und dann, wir brauchen unbedingt bald Geld. Dann gehst du nochmal lernen und danach gehst du nochmal lernen. Also zweimal noch lernen. Und dann muss ich das Video auch gleich beenden.
Obwohl, ich nehme jetzt so ein bisschen am Stück auf. Ich habe ja ein bisschen Zeit, ne? Nice. Ich erinnere mich jetzt, ich kann mich es umzugestalten. Klick auf PC. Kann ich gerade nicht. Muss ich sagen. Leider. Ah, jetzt. Idea. Okay, ich will aber nichts kaufen momentan. Tut mir leid. Ich will mein Zimmer jetzt nicht umgestalten. Wollte ich nochmal lernen gehen? Wie lange war das Spiel Mad Fantasy für den Nikosoft? Ja, könnte ich holen, aber... Nachbearbeitung, oder? Ja. Obwohl die doch gar nicht mal so schlecht war, oder? Ich fand die jetzt nicht so schlecht. Gehen wir eine Runde schlafen, dann machen wir ein Gameplay. Oh. Kann ich das machen? Gameplay starten? Ja, dann Video, genau. Okay, Leute, okay. Okay, fertig geschlafen, 16 Punkte, das dürfte auf jeden Fall reichen. Super. Ja, wir können hier immer noch nichts ändern, ne? Nee. Wir müssen dafür erstmal neue Sachen kaufen. So, okay. Ein Intro mit Logo, bitte. Dann will ich den singenden Kommentar. Und dann bitte die fröhliche Äußerung. Und was brauchen wir noch? Das bräuchten wir noch ein bisschen, ne? Ja, dann bitte noch einen lustigen Kommentar. Weiter. Die Nachbearbeitung wieder kompletter Schrott. Kacke. Ja, ist schon scheiße, ne? Ist schon scheiße geworden. Shit. Wir müssen auf jeden Fall unseren PC aufbessern. Die Nachbearbeitung dürfte jetzt aber, ja, kompletter Müll sein. Aber, okay, wir laden es trotzdem hoch. Angebot ablehnen, bitte. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir arbeiten. Wir brauchen nämlich ein bisschen Geld, damit wir unseren Rechner ein bisschen hochpushen können. Auf jeden Fall, wir brauchen noch ein bisschen, ja. Bisschen neues Equip, würde ich mal sagen. Nochmal arbeiten, bitte. Autos waschen, komm. Ist okay, ist okay. Wir können eine neue Karte holen. Zack. Einfache Verabschiedung, stand da, glaube ich. So, dann nochmal bitte eine Runde arbeiten. Danach gehen wir schlafen. Schlafen. Ups, ich wollte eigentlich nochmal Essen klicken, aber... Ah, Essen müssen wir noch nicht. Ja, schlafen und nochmal arbeiten gehen danach, würde ich sagen. Obwohl, danach kaufen wir erstmal ein. Ja, wieder Nachbearbeitung auf jeden Fall. Ja, Nachbearbeitung war aber auch scheiße, ey. Wir haben 3000 Abonnenten auf jeden Fall erreicht. Okay, cool. Und einkaufen, genau. Talentpunkt erhalten. Hier drauf. Auf 6% mehr an... Ja, Abonnenten auf angezockt, Review oder Unboxing. Nice. Wollen wir natürlich gerne haben. Dann kaufen wir jetzt nochmal kurz ein bisschen ein. Achso, ja. Ich hatte schon einkaufen geklickt. Oh. Jetzt kommt sie rein und sagt, ich muss mehr lernen. Nein. Okay, wir gehen aber auch gleich lernen. Gleich müssen wir auf jeden Fall ein bisschen mehr lernen. Wir haben $150, okay. Da würde ich sagen, auf jeden Fall kommt eine neue Webcam her. Neues Mikrofon, 52, genau. Würde ich sagen, noch neue Kopfhörer. Neue Maus. Neue Tastatur. Kaufen. Klar, kann ich gerne machen. 120, uiuiui. Das ist geil. Das ist sehr geil. Wir wollten lernen gehen. Danach nochmal. Danach nochmal. Die Webcam ist angekommen. Super.
Und das Mikrofon ist angekommen, super. Und die Kopfhörer. Ja, wir sind fast gut vorbereitet. Wieso lernen wir eigentlich da hinten? Wieso lernen wir nicht einfach in unserem Zimmer? Maus? Tastatur. Und das Spiel, oder? Ja, genau. Gut, gut, gut. Ja, wir können Vlogs machen, dann müssen wir jetzt aber erstmal was essen. Und danach nehmen wir ein Gameplay auf. Von dem Spiel. Das war doch ein Gameplay, oder? Aber das Gameplay, genau. Ist okay, es tut mir leid, Mama, es tut mir leid. Aber wir sind jetzt wieder gut dabei. Ja, dürften eine 2 und eine 1 schaffen. Also von daher ist alles fresh. Bis wann wir? 26. Januar? Okay. Würde ich sogar Schlafen noch bevorzugen. Schlafen? Obwohl, scheiß auf Schlafen, das müssen wir jetzt nicht. Ich wollte das Gameplay von dem Spiel machen, hallo? Gameplay, Video starten. So, niedrige Auflösung, ja, kein Filter, aber Stereo-Ausgabe. Moment, das macht 0 Punkte hoch. Aber Stereo-Ausgabe ist besser. Ist okay, ist okay. Coole Begrüßung. Wir machen mal eine fröhliche Äußerung. Dann ein mörderischer Blick. Ich hab aus Versehen, mein Arm hat... LOL. Gut, dass das Richtige war. Okay, die anderen beiden wären auch falsch gewesen, aber gut, dass das... Wow. Mein Arm oder meine Hand hat gerade mega gezuckt so. Das war richtig abgefuckt. Das war richtig, richtig abgefuckt. Wow. Gut, wir können jetzt auf jeden Fall alle 3 Sachen machen. Oh, nice. Nice. Videoqualität ist unten, aber Nachbearbeitung ist hoch. Alter, das... Warum hat man... Ich habe das so oft, ne, dass ich einfach mal so Zuckungen habe. Ich weiß nicht, warum. Ich habe einfach irgendwie Zuckungen. Das passiert mir ziemlich häufig in letzter Zeit. Oder allgemein schon so. Schon seit längerer Zeit eigentlich. Passiert mir das häufig, dass ich einfach... Mein Bein zuckt einfach einmal oder meine Hand, meine Finger so einfach so einmal zusammenzucken oder mein Arm. Oder so mein Nacken oder Kopf halt so. Falls ihr versteht, was ich meine. Ist richtig abgefuckt. Ah nee, lernen will ich nicht. Wir haben genug gelernt erstmal. Wir gehen danach nochmal arbeiten, nachdem wir geschlafen haben. Denn, ja, wir bräuchten vielleicht einen neuen Tower. Neues Gehäuse. Mit den 120 Dollar, die wir da bekommen von dem Typen, dürfte das auf jeden Fall ganz gut sein. Oder dürfte das ganz gut worken. Das Video ist auch gleich oben. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal was essen. Kein Ding. Das ist schön. Oh mein Gott, das ist super. Auch die Messe ist bald, genau. Was ist jetzt? Hä, die Nachbearbeitung war doch gar nicht mal so scheiße, oder? Fand ich jetzt. Oder? War die Nachbearbeitung scheiße? Ich glaube nicht. Ich sitze übrigens vor dem Handy. Also, ne? Hier ist so der Terminkalender, wenn ich darauf klicke. Kino einladen. Nee, danke. Nee, danke. Nicht ins Kino. Nicht ins Kino. Ich gehe im Real Life auch nicht gerne ins Kino. Ich weiß nicht, wenn ich mir so Filme unbedingt angucken will. Wenn ich hier jetzt so Filme denke, die sind wirklich kinoreif. Sowas, wo du dieses Kino-Feeling auch brauchst. Dann gucke ich sie mir vielleicht noch im Kino an, aber ansonsten bin ich eher so... Meh. Kaufen wir uns mal das hier. Das ist am 19. Januar erschienen. Ja, kaufen. Und einkaufen nochmal, bitte. Kauf ein Spiel, nice. PC World. 250 kostet das Gehäuse. Ich glaube, darauf sparen wir jetzt. Wir haben sonst auch nichts, was wir kaufen können. Dann sparen wir jetzt auf die 250 für das Gehäuse. Spiel wählen. Wir können auch mal den anderen Schrott verkaufen, oder? Was nicht mehr so im Trend ist. Das hier zum Beispiel können wir verkaufen. Die sind sonst alle noch im Trend. Das hier kann ich noch verkaufen, ja.
Und das andere, was hier so mittel war, konnte ich auch noch verkaufen. Das hier, genau. Lord of... Warte, League of Giants ist immer noch mega gehypt, sag ich mal. Dafür können wir dann auch sonst nochmal ein Gameplay machen. Gameplay. Lassen wir so. Neurotic Gameplay 1. Jo, wir haben fast die 10.000 Abonnenten geknackt. Nice. Intro mit Logo. Okay, machen wir mal einen lustigen Kommentar. Dann einen unlustigen Kommentar beim Spielintro. Okay. Dann würde ich sagen, nochmal einen lustigen Kommentar. Und das war's, okay. Zack, dann muss das hier hin, das da und das da. Ich kann es auch so rum machen, aber... So tief mal hin. Dann noch die drei Sachen dazu. Ja, ich lade doch schon ein neues Video hoch. Bin dabei. Verurteilt mich nicht. Muss noch lernen. Ich schreibe in 4 Tagen. Meine Abschlussprüfung oder meine Prüfung. Lernen. Shit. In 4 Tagen schon. Aber ich glaube, wir dürften ganz gut dabei sein. Ja, locker, locker. Ich weiß nicht, seht ihr, habt ihr das gesehen? Ich muss gleich, ich guck gleich nochmal. Wir können uns den neuen Tower kaufen, nice. Das habt ihr gesehen, hier. Würde ich sagen, gehen wir nochmal arbeiten. $30. Aufgabe abgeschlossen, zurück in die Schule. Wie weit sind wir jetzt? Immer noch. Danach gehen wir nochmal lernen. Haben neuen Level, reicht. Neuen Talentpunkt. Pushen wir das nochmal hoch. Und, ja. Danach gehen wir schlafen und danach gehen wir essen. Was will sie denn jetzt? Ich bin gut vorbereitet auf meine Prüfung. Sag nichts, Mama. Sag nichts. Siehst du? 11-mal gelernt. Ich meine, komm, das geht. Die ist sogar in 3 Tagen noch. Ignorieren. Wow. Ah, nice. Ah, gut, Mama. Es wurde das Gerücht erzählt, dass wir das nur machen wegen Geld. Haben wir es ignoriert und dann verlieren wir Abonnenten. Mann. Okay, danach gehen wir einkaufen. Danach machen wir neues Gameplay. Und zwar von, ich würde sagen, League of Giants. Noch ein Gameplay-Video, genau. Weil das ja immer noch ziemlich gehypt ist, das Spiel. Mein Mund ist so trocken vom ganzen Reden, Leute. Danke, Mama. Amazing Online. Zurück. PC World. Bitte den kaufen. Kaufen. Video pausieren. Und reparieren. Da muss ich den Typen das erstmal reparieren lassen. Und dann nehme ich das Gehäuse an, weil ich weiß, es könnte einen Bug geben. Wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Wenn da jemand was am PC macht und man halt eine Sache austauscht. Gut, fertig, nice. Neues Gehäuse. Und das Gameplay-Video, genau. Fortsetzen. League of Giants Gameplay 3. Okay. Winkende Begrüßung. Hallo. Machen wir mal einen lustigen Kommentar. Du hast eine harte Aufgabe bewältigt. Singender Kommentar klingt ganz cool dabei. Ja, ja, würde ich schon sagen. Interaktiver Ladebildschirm. Sinnloser Kommentar. Weiter. Okay, Moment. So, so und so? Oder lieber so? Nee, so. Ist eine scheiß Nachbearbeitung, muss ich sagen. Ist eine scheiß Nachbearbeitung. Na, okay. Wir haben auf jeden Fall 11.000 Abonnenten. Nice. Das ist eine schöne Sache. Dann würde ich sagen, ah,
10.000 Abonnenten erreicht, genau. Und dann würde ich sagen, lernen wir noch eine Runde. Prüfung ist morgen, wir lernen noch einmal. Hoffen, dass das alles so, ne, hinhaut. Wenn wir es schaffen, lernen wir danach nochmal. Wenn wir es schaffen, dann auch nochmal. Hoi. Wir sind fast perfekt vorbereitet. Dauer 2. 2 Stunden fürs Lernen. Okay, danach können wir die Prüfung erst machen, okay. Ich habe diese Woche genug gelernt, verdammt, okay. Dann hoffe ich, dass es eine gute Prüfung wird, Leute. Hoffentlich. 1+! Easy! Bitch! Nice! Schöne Sache. Oh. $50! Essen, schlafen. Video fortsetzen? Welches Video denn? Hä? Du kannst es für mich aufnehmen und hochladen? Klar. $168. Canadian UFO Gameplay. Fortsetzen. Grand Harvest Gameplay. Wann habe ich denn gesagt, dass ich das machen will? Hä? Lustige Begrüßung. Eine Naturkatastrophe hat das Spiel hat alles zerstört. Mörderischer Blick. Du hast dein Easter Egg gefunden. Sing in der Kommentar. Zusammenfassung des Spiels. Lustiger Kommentar. Weiter. So und so. Ist eine fast gute Bearbeitung? Nein, ich möchte nicht. Zack, zack, zack. Und rendern. Interesse 62. Wow, neue Rekord und Nachbearbeitung auch neuer Rekord. Sind gut dabei auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall sehr, sehr gut dabei. So, bis wann? Bis 7. Februar. Okay, ich hoffe, das kriegen wir hin. Wir müssen auf jeden Fall arbeiten gehen, eine Runde. Damit wir noch ein bisschen Geld zusammen bekommen. Ein bisschen anschaffen gehen, ne? Danach gehen wir nochmal arbeiten. Ja, und danach gehen wir essen und danach gehen wir schlafen. Okay. Okay, und danach machen wir noch das andere Gameplay und dann beende ich erstmal diese 2 Folgen hier. Vielleicht auch eine, vielleicht, weiß ich noch nicht. Vielleicht lade ich das alles am Stück auch, so als kleine, ja, sag ich mal, wie sag ich das? Als kleinen Vorgeschmack vielleicht, und wenn ihr dann mehr davon sehen wollt, lasst es mich gerne wissen. Dann werde ich noch ein bisschen was gucken, oder wenn ich halt sehe, ja gut, das Video kommt gut an, dann werde ich noch ein bisschen was dazu machen. Und ja, wenn ich noch natürlich sowieso mega Bock drauf habe, dann werde ich weiterhin sowieso was dazu machen. So ist es nicht. Ich richte mich da leider nicht nur nach euch, aber halt auch viel nach euch. Ja, ich weiß, dass ich nicht gelernt habe. Ist mir egal. Zu Canadian UFO. Gameplay. Ja. Ich meine, ich spiele meistens das, was halt mir Spaß macht. Weil wenn ich an einem Spiel Spaß habe, dann... Ich verweigere mal. Ah, verweigern bringt mehr. Cool. Jo, was soll ich sagen? Hauptmenü. Unlustiger Kommentar. Wir sind nicht lustig. Nein. Nein. Episches Spiel. Mörderischer Blick. Jemanden getötet. Jemand tötet dich unerwartet. Singender Kommentar. Und winkende Verabschiedung.
Super. 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 Oh, schade. Fast der perfekte Zusammenschnitt. So, was wollte ich sagen? Ja, wenn mein Video, wenn ein Projekt bei euch zwar ziemlich sehr gut ankommt, aber ich an diesem Projekt halt keinen Spaß habe, dann, ja, habe ich auch keinen Spaß, dieses Projekt aufzunehmen. Deswegen bringe ich das dann auch nicht mehr. Wenn ich dann wieder Spaß dran habe oder wieder Lust drauf habe auf dieses Spiel, dann werde ich das auch wieder aufnehmen. So gesehen. Also jetzt nicht bezogen auf YouTubers Live, sondern auf alles Mögliche eigentlich. Zum Beispiel momentan habe ich mega viel Spaß an Pokémon und an Lufia. Und das kommt auch nicht so super an. Aber es macht mir halt mega viel Spaß. Und auch, ja, auf Portal und auf Stanley Parable habe ich momentan nicht so viel Lust. Deswegen nehme ich das nicht so viel auf. Aber, ja. Kommt bestimmt auch irgendwann wieder. Und ich habe gerade mega Bock auf YouTubers Live. Deswegen nehme ich YouTubers Live ein bisschen auf. Und dieses Blinken von meinem Handy regt mich auf. Scheiß Benachrichtigung. Mensch, wir haben schon 17.000 Abonnenten erreicht. Das ist auf jeden Fall eine ganz gute Sache. Ein bisschen essen gehen. Philosophischer Kommentar, cool. Das Video ist auch bald oben. Wir haben auch bald die Frist erreicht, Alter. Heilige Kacke. Oh, das war aber auch ein bisschen close enough, würde ich sagen. Kein Ding. Danke für dein Geld. Ja. Wir werden bald ausziehen, Leute. Gut, Holy moly, kommt das gut an. Oh mein Gott, haben wir gut... Wow, wir gehen kurz nochmal einkaufen und danach beende ich den Part, würde ich sagen. Also diese Vorgeschmacksfolge auf YouTubers Live. Wow. Ich habe das Gefühl, meine Cam laggt ein bisschen. Ich hoffe, das kommt mir wirklich nur so vor. Haben wir ein neues Spiel? Welcher ist neu? Der 7. Februar. Ja, Januar. Also im Januar erschienen. Ah. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. PC World. Haben wir auch nichts Neues. Haben wir auch kein neues Schnittprogramm oder so? Ich würde sagen, wir kaufen uns nochmal den 150-Euro-Monitor. Und dann gucken wir mal hier, was gibt's hier denn so Schönes. Ich denke, wir gönnen uns einfach mal eine Z-Box. So. Öffnen. Neuer Bildschirm. Zack. Hat auch gleich viel mehr Licht. Und öffnen. Jetzt können wir dazu, glaube ich, auch neue Spiele kaufen. Zu der Z-Box, bitte. Okay, was ist denn hier so? 20. Januar, 24. Januar, 25. Januar. Ist noch relativ... Das hier ist recht gehypt, ne? Das kann ich mal nicht holen, scheiße. Ich glaube, ich hole mir das hier. Def Jam. Pogo. Holen wir uns Def Jam Pogo. Ich will gerade noch nicht aufhören. Ich mache noch dieses Gameplay. Und dann höre ich auf, Leute. Ich soll erstmal warten, bis das Video, bis das Spiel ankommt. Verkaufen? Als ob. Aber wir können hier nochmal kurz gucken, was hier noch so out ist. Out to date. Ja, jetzt ist League of Giants leider ein bisschen am Arsch. Dann kommt das Spiel weg. Und genauso wie Naughty Dings. Ich weiß nicht, ob ich dann noch zu dem Spiel nochmal ein Video machen werde, weil es hat nur 70 Dings. 70. Wisst ihr Bescheid? Neues Gaming-Video. Damn Jam Pogo. Ein Gameplay. Das ist gar nicht mal so gehypt eigentlich. Wir haben auf jeden Fall gut was an Renderpunkte. Def Jam Pogo. Gameplay 1. Neue Aufgabe. Abonnenten. 20.000 erreicht. Formelle Begrüßung. Okay. Du bist ein Level aufgestiegen. Mörderischer Blick. Geht leider nicht anders. Ausschnitt. Sinnloser Kommentar. Hey. Interaktiver Ladebildschirm. Unlustiger Kommentar. Und das Ende. Weiter. Wir hätten auf... Oh, ich muss mir auf die Punkte unten achten. Wir haben bei der Nachbearbeitung nämlich echt kompletten Bullshit.
Also hier, bei dem Punkt. Okay, Moment. Ich muss das so machen. Zack. Und zack. Rendern. Kommt ganz... Oh, Inhalt ist gut, Videoqualität ist gut und Nachbearbeitung ist sogar... Wow. Ich bin begeistert. So, ich glaube, die Person will jetzt mit mir zusammenziehen, oder? Nein, doch nicht. Aber gut, Leute. Dann würde ich sagen, gehen wir noch eine Runde essen, noch eine Runde schlafen und danach noch eine Runde... Play Studios ist ihre beste Zeit hinter sich und wird demnächst auf dem Markt... Was? Ich habe es nicht ganz lesen können. 28. Februar. Eieiei, wir müssen lernen. Okay, Leute, nein. Shit, okay, wir müssen das, ja, das machen wir noch schnell. Wir ziehen uns jetzt nicht um, wir gehen zu dem Event ganz normal. Verdammt. Aber gut, okay. Okay, das kriegen wir schon hin. Wir müssen jetzt nämlich, hier, kauf ein Spiel, kauf ein paar, Willst du ein exklusives Produkt bekommen? Ja, und ich hätte Konsole Atari, bla. Reden. Was machst du hier? Deine Mission ist noch nicht vollständig. Beeil dich, du hast... Achso, eine Punktzahl. Genau, wir müssen jetzt 1000 Punkte bekommen, okay. Auf zu reden. Böse. Pfui. Füge die gleichrangigen Punkte zusammen, okay. Ach, das ist das Spiel. Zack. Nee, zack und zack. Das gibt's doch auf dem Handy auch, ne? Irgendwie. Okay. Zack. Die 1000 Punkte haben wir auf jeden Fall gleich. Okay, die 1000 Punkte haben wir. Aber wie weit komme ich denn noch? Das Level packe ich noch, komm. Okay, das Level haben wir noch. Ich bin mit der Maus nicht so schnell, das ist das Problem. Zack. Das Level haben wir auch noch geschafft. Wow, und... Das Level auch noch. Wir sind ein Profi. Okay. Preis bekommen. Natürlich. 40 Dollar, ist okay. Kauf ein Spiel, bitte. Geh weg. Ja, 1000 Punkte bekommen und wir bekommen ein Spiel dazu. Und das können wir noch gleich danach aufnehmen. Geh weg, auf zu reden. Gleich farbigen Punkte zusammenziehen. Ja, okay. Zack. Das hatten wir doch eben schon. Aber gut, das ist ein easy Spiel. Das können wir gerne machen. Zack. Dann hier hoch, da und dort. Na, das ist totaler Bullshit gewesen. Zack. Dorthin, dort und dort. Komm, geh doch, Mann. Aber die 1000 Punkte haben wir, das ist super. Hä? Was war das denn? Okay, hierhin, zack und dort oben. Und zack und verdammt, zack. Dort. Okay. Komm, kriegen wir einen neuen Rekord? Nein, ich war fast fertig. Preis bekommen. Ja, wollen wir. Kann ich nicht jetzt auch irgendwie einen Vlog aufnehmen oder so? Hey. Ich will das nicht haben. Kann ich nicht irgendwie... Ich habe doch die Dings Video freigeschaltet, oder nicht? Die Rubrik oder die Funktion Video aufnehmen mit irgendwem. Also Vlog halt. Noch ein Date fragen, umarmen, Profil ansehen, flirten. Was ist denn hier hinten? Kann ich hier hinten irgendwas machen? Nee, ne? Reden.
Gut, dann verschwinden wir hier wieder. Und dann würde ich jetzt aber auch wirklich sagen, nach knapp 50 Minuten, dass das erstmal das Video war. Und unsere Konsole ist angekommen. Cool, $160 kriegst du bald. Haben wir jetzt die Dings nicht mehr? Warte. Doch, die haben wir noch, ne? Ja, gut, haben wir noch. Das Spiel ist total abgefuckt. Wow. Dann würde ich jetzt sagen, Leute, wir gehen noch eine Runde schlafen. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Abo da lassen. Dieses Video bewerten. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder, wenn es ein nächstes Mal geben wird. Ich denke schon. Haut da rein. Ah. Wow, fettes Viech. Alter.